Heyo Fußballfreunde und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ja, es war eine sehr interessante erste Spieltagphase in der Champions League. Zum einen hat Olympique Lyon ihr Spiel gewonnen, dann das Spiel PSG gegen Liverpool war auch sau interessant. Hoffenheim hat den ersten Punkt in der Champions League geholt. Es waren alles sehr, sehr spannende und sehr, sehr coole Spiele. Aber eine Sache hat nämlich alles übertroffen. Und zwar hat Cristiano Ronaldo in seinem ersten Spiel für Juventus Turin in der Champions League die rote Karte gesehen. Mehr dazu und mein Kommentar jetzt in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, es schien eigentlich ein gutes Spiel für Cristiano Ronaldo zu werden. Hat eine gute Anfangshalbe Stunde gehabt. Und dann gab es halt diese Szene, wo er den Gegenspieler halt gefoult hat. Und dann am Ende ihn ein bisschen, sage ich jetzt mal, oben an dem Kopf touchiert hat. Und es war gar nicht der deutsche Schiedsrichter Felix Brüch, der ihm die rote Karte gegeben hat, sondern es war sein Assistent. Und der hat nämlich gesagt, wortwörtlich, ja, er hat, beziehungsweise Brüch hat gefragt, hat er ihn an den Haaren gezogen? Und der Schiedsrichterassistent hat gesagt, ja, er hat ihn an den Haaren gezogen. Und Brüchs Reaktion, ja, man kann sich darüber streiten, war sie übertrieben, war sie gerechtfertigt. Wenn man es so sieht, laut den Regeln des Fußballs, ist es natürlich eine Tätigkeit und eine rote Karte, aber dann denke ich mir, Aktionen zum Beispiel von Ramos auch manchmal, die wären, ja, da wären auch mehr rote Karten eigentlich drin und eigentlich würde dann bei jedem Fußballspiel würden mindestens 5 Spieler vom Feld fliegen, wenn man die Regeln so genau nimmt, wie Brüch es in dem Fall getan hat. Klar, es ist eine Tätigkeit, die Karte ist eigentlich gerecht. Aber der Gegenspieler hat auch provoziert, das darf man nicht vergessen. Eine gelbe Karte für beide wäre auf jeden Fall auch, ja, gerechtfertigt gewesen. Aber Felix Brüch hat halt rot gegen CR7 gezückt. Was man auch sehen konnte, Cristiano Ronaldo selber konnte es gar nicht fassen, gerade in seinem ersten Champions League Spiel für Juve eine rote Karte bekommen zu haben. Man hat auch in seiner Reaktion gesehen, er hat geweint, es war für ihn kaum zu glauben. Und es ist auch nachvollziehbar. Ich meine, man wechselt nicht für 130 Millionen Euro von einem Club, mit dem man mehrere Mal die Champions League gewonnen hat, von einem Club, mit dem man mehrere Mal die Champions League gewonnen hat und der absolute Star war, zu einem Team, bei dem man in der Champions League aushelfen will, um dann im ersten Champions League Spiel die rote Karte zu bekommen. Es ist wirklich unerklärlich. Und ja, man hat auf jeden Fall gesehen, dass es ihn sehr tief getroffen hat. Das war natürlich ein Schock für alle Fans und auch für alle Spieler von Juve. Gerade einmal den Rekordneuzugang bzw. den Neuzugang, der wirklich alles gesprengt hat in diesem Sommer, ja, durch so eine Aktion zu verlieren, durch eine rote Karte, bei der man nicht weiß, ob sie berechtigt war oder nicht. Wie gesagt, man kann sich darüber streiten. Fakt ist, sie wurde gegeben und jetzt fällt Cristiano Ronaldo mindestens für ein Spiel aus für Juve, das ist natürlich ganz bitter. Klar, sie haben das Spiel gegen Valencia auch gewonnen, aber ja, sie haben einen wichtigen Spieler verloren. Ja, was haltet ihr von dem Thema? Lasst es mich doch gerne unten in den Comments wissen. Es kann sein, dass ich jetzt ab und zu mal so ein bisschen Wörter wiederholen musste, etc. Denn ich habe das ohne Skript mal gemacht, da ich finde, dass man einen Kommentar besser ohne Skript abgeben kann, weil einfach man alle Gedanken loswerden kann, die gerade in seinen Kopf kommen. Wenn euch das so gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo auf diesem Kanal, würde ich mich sehr, sehr darüber freuen. Lasst auch gerne ein Abo bei Philipp da und schaut auch mal bei ihm vorbei, Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Video und ciao. When you wanna give me that, you purchase a plane, take it, run around now when I bust it down, then my shit look-